Umgang mit Überdrehtheit. Vielleicht bist du mit jemandem zusammen, der öfters mal zur Überdrehtheit neigt, Übersteigertheit, plötzlich eine übermäßige Stimmung dort hat, eine Aufregung, einen Enthusiasmus und irgendwo eine Vorfreude oder eine Unruhe und du findest, er oder sie sollte sich irgendwie beruhigen. Zunächst kannst du überlegen, ist das überhaupt notwendig? Manche Menschen sind halt emotional, können sie doch sein. Aber wenn du merkst, dass er vielleicht unter seiner Überdrehtheit etwas leidet, könntest du ihm ja auch die eine oder andere Yoga-Übung zeigen. Für manche ist der Sonnengruß gut, für manche die tiefe Bauchatmung, für manche die Wechselatmung. Menschen sind heutzutage offener als früher. Also wenn du das Gefühl hast, jemand in deiner Umgebung ist überdreht, hab mal den Mut, ihm die ein oder andere Yoga-Übung zu zeigen.